Bei den Mengenmethoden kommt der Aggregation eine wichtige Rolle zu. Die Aggregation dient im Wesentlichen der Attributübertragung von einer feineren zu einer gröberen Hierarchiestufe. Im Verwaltungsgeschehen werden Daten oft in der Gemeinde erhoben und dann über Landkreis, Bundesland bis zum Bund hinauf zusammengefasst. Diese gegebene Hierarchie ist eine wesentliche Voraussetzung für die Mehrfachnutzung der Daten auf unterschiedlichen Informationsebenen. Dies wollen wir uns am Beispiel vom Zensus 2011 einmal veranschaulichen. Der Zensus hatte das Ziel, eine möglichst genaue Momentaufnahme von Basisdaten zur Bevölkerung, zur Erwerbstätigkeit und zur Wohnsituation zu liefern. Stichtag der Momentaufnahme war der 9. Mai 2011. Daten zur Bevölkerung wie Geschlecht, Alter, Religionszugehörigkeit, Einkommen etc. werden in der Regel auf der Ebene der Gemeinde erhoben. Deutschland hatte 2011 etwa 11.000 Gemeinden. Bei der Übertragung vom Gemeindeniveau auf höhere Ebenen sind also nur noch Aufsummationen der Daten nötig. Je höher die erreichte Hierarchiestufe, desto verdichteter sind die Daten. Die administrativ-politische Gliederung in Deutschland ist hierarchisch aufgebaut. Der Bund besteht aus 16 Bundesländern, darunter gibt es die Land- oder Stadtkreise und dann die Gemeinden. Die Gemeinden stellen im politischen System Deutschlands die unterste Verwaltungs- und Gebietskörperschaftsebene im Staat. Der amtliche Gemeindeschlüssel, AGS, ist ein von den statistischen Ämtern der Bundesländer vergebener achtstelliger Schlüssel zur eindeutigen Identifizierung einer Gemeinde. Alle Statistiken mit regionalem Bezug verwenden diesen Schlüssel, aber auch die Verwaltung nutzt ihn, zum Beispiel bei der Suche nach der zuständigen Meldebehörde. Der AGS ist systematisch aufgebaut und setzt sich zusammen. Zwei Stellen für das Bundesland, Regierungsbezirk eine Stelle, Kreis zwei Stellen und Gemeinde drei Stellen. Die ersten beiden Ziffern bezeichnen also das Bundesland. 13 für Mecklenburg-Vorpommern, 8 für Baden-Württemberg. Die dritte bis fünfte Stelle identifiziert den Landkreis bzw. die kreisfreie Stadt. Die ersten fünf Stellen werden daher auch als Kreisschlüssel bezeichnet. Die letzten drei Ziffern schließlich unterscheiden die Gemeinden innerhalb eines Landkreises. Bei kreisfreien Städten stehen an dieser Stelle Nullen. Im Beispiel betrachten wir einmal die Bevölkerungsdaten der Gemeinde Gritzmo in Mecklenburg-Vorpommern mit dem amtlichen Gemeindeschlüssel 13072057. Sie hat nach Zensus 2011 3257 Einwohner, leicht mehr Frauen als Männer und besitzt eine Fläche von 14,9 Quadratkilometern. Dies zeigt unsere GIS-Auswertung links als Balkendiagramm. Gritzmo ist eine von 118 Gemeinden des Landkreises Rostock, wie im Bild rechts zu sehen ist. Die Einwohnerdichte berechnen wir aus der Flächenangabe und der Einwohnerzahl. Mit 218,6 Einwohnern pro Quadratkilometer entspricht Gritzmo nahezu dem bundesdeutschen Durchschnitt, was wir hier in einem dunkleren Grün darstellen. Die Daten der 118 Gemeinden aggregieren wir nun zur Ebene des Landkreises. Dieser hat gut 210.000 Einwohner, auch hier wieder mehr Frauen als Männer und eine Fläche von 3.421 Quadratkilometern. Seine Einwohnerdichte ist recht gering, mit gut 60 Einwohnern pro Quadratkilometer. Der Landkreis Rostock ist einer von 8 Land- bzw. Stadtkreisen in Mecklenburg-Vorpommern. Diese fassen wir nun zusammen, um das Bundesland auszuwählen. Das Land Mecklenburg-Vorpommern ist eines von 16 Bundesländern in der Bundesrepublik Deutschland und hat gut 1,6 Millionen Einwohner. Auch hier wieder mehr Frauen als Männer. Die berechnete Einwohnerdichte ist gering mit gut 73 Einwohnern pro Quadratkilometer. Die Bundesrepublik Deutschland ist dann die oberste Hierarchiestufe. Addieren wir die 16 Bundesländer zusammen, so erhalten wir die Daten des Bundes. Mit gut 80 Millionen Einwohnern erreicht Deutschland bei einer Fläche von etwa 357.000 Quadratkilometern eine Einwohnerdichte von 225 Einwohner pro Quadratkilometer, also ähnlich der Gemeinde Gritzmo, mit der wir gestartet sind. OpenGeoEDU ist ein vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Rahmen des Modernitätsfonds gefördertes Verbundprojekt unter Federführung der Professur für Geodäsie und Geoinformatik an der Universität Rostock.